Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von John Carpenter präsentiert Vampire Los Muertos vorstellen. Dieses wurde am 15.10.2021 von Just Bridge Entertainment veröffentlicht. So, dann haben wir einmal den Buchrücken. Und einmal die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Und komischerweise das Cover im kleinen Ausschnitt vom Originalfilm von John Carpenters Vampire. Warum? Also, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Wir machen das jetzt einmal auf. Geh ab. Flatschen schon mal auf der Folie, immer sehr schön. Und dann werfen wir mal einen Blick ins Mediabuch Innere. Einmal die Blu-ray. Dahinter ist nichts. Da wieder das Cover von Teil 1. Da die DVD. Dahinter nichts. Warum das Cover vom Originalfilm von Carpenter? Egal. So, dann haben wir hier einmal das 20-seitige Booklet von Christoph N. Kellerbach mit diversen Infos und Bildern zum Film. Wobei gerade die Infos zum Film wirklich interessant sind, da sie einen sehr schönen Einblick in die ja etwas holprige Produktion des Filmes geben. Was die Extras bei dieser Veröffentlichung betrifft, das ist auch ganz schön aufgezählt. Als Extras bekommen wir hier nichts. Die erste DVD-Veröffentlichung von Columbia TriStar hatte sogar noch neben den typischen Trailern einen Audiokommentar mit an Bord und der war sogar deutsch untertitelt. Hier haben wir nichts. Dann schauen wir uns einmal noch die Rückseite mal genauer an, weil das ist nur ein kleines Blättchen Papier mit so Pinöppels draufgepappt. Und dahinter verbirgt sich, na, auch du geh ab. Ab sollst du gehen. Dahinter verbirgt sich dann auch noch eine Fotokollage. Sieht nicht schlecht aus, aber weltbewegend auch nicht. Und dann kommen wir einmal zur Inhaltsangabe des Filmes. Diese sieht wie folgt aus. Mexiko. Eine einsame, verfallene Festung im Nirgendwo. Hier haben die Vampire, angeführt von der scheinbar unbesiegbaren Meisterin Una, ihren Unterschlupf. Im weiten Umkreis erzittert das Land unter ihren Bluttaten. Gerade erst haben die untoten Killer ein ganzes Kloster ausgelöscht. Derek Bliss, Vampirjäger im Auftrag des Vatikans und sein unerschrockenes Team stellen sich zwischen die Armee des Bösen und ihre Gier, Tag und Nacht gleichermaßen beherrschen zu wollen. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Lasst gerne auch ein Abo und Like da. Und vergesst nicht, rückspulen. Sonst kostet es einen Euro extra. Bis dann, ciao.